Kannst anfangen. Ja, wir freuen uns natürlich auf das Spiel morgen. Es wird wieder mal ein Highlight sein im Sportpark. Wir hoffen natürlich, dass das einige Zuschauer morgen da sind, die uns tatkräftig unterstützen. Und wir wollen natürlich wieder eine Überraschung landen. Bochum steht momentan nicht so gut da. Wir haben zwar jetzt am Wochenende auch verloren, aber wir waren die kleine Chance und wir wollen sie natürlich morgen auch wahrnehmen. Ja, was erwarte ich? Ich denke mal, wir wissen ja alle, der Pokal, ne? Hat eigenes Gesetz. Und ich denke mal, für uns ist viel drin morgen. Ne? Man weiß, die Erstliga- oder Zweitligamannschaften tun sich schwer gegen unterklassige Spieler oder Gegner. Und ich sag mal, wenn wir alles tun, alle laufen, alle kämpfen und Fußball spielen noch dazu, haben wir morgen eine Riesenmöglichkeit, was zu holen morgen. Ja, also erwarten tun wir uns eigentlich, dass wir ein gutes Spiel machen. Wir schauen, dass wir unsere Leistungen abrufen können, die wir in den ersten Spielen der Saison gezeigt haben, die jetzt auch langsam wieder aufkommen. Und dann schauen wir, was rauskommt. Nee, das macht uns eigentlich nichts aus. Da sind wir eigentlich stark genug im Kopf, dass wir gleich nach dem Spiel uns wieder aufs Nächste konzentrieren, haben das auch gleich noch in Bielefeld abgehakt, haben uns voll auf Bochum konzentriert und das macht uns eigentlich nichts aus.